Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge At Dead of Night. In der letzten Folge wurden wir schon ein paar Mal gebongt. Und mal gucken, wie es in dieser Folge wird. Wir müssen jetzt halt irgendwie in den zweiten Stock kommen. Er läuft nach links. Muss ich wieder auf meine Map gucken. In welchem Raum waren wir jetzt? Verdammt. 116. Er läuft nach links. Das ist eine Sackgasse. Das heißt, er müsste da irgendwann wieder, obwohl wenn er nach oben läuft, dann ist es keine Sackgasse. Ich möchte so gern raus, weil... Obwohl, wir können ja raus. Ich habe momentan nicht so viele Gegenstände oder ich hab momentan nicht wirklich was zu verlieren. Und vor allem, wenn ich unten bin. Schnell! So, und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, ob wir hier was sehen. Oder ob wir was hören. Too dark. Ich höre ein Klopfen, aber woher? Hier flackert irgendwas. Wo ist das Klopfen? Und wo sind die flackernden Lichter? Da sind die flackernden Lichter. Und jetzt? Jimmy, I'm Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Was? Mach keinen Blödsinn, ich muss mit ihm reden. Du siehst mich überhaupt nicht, hör auf. What's your name? Dr. Bose? Ein Psychiater. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Sie wollte, dass ich mit Jimmy rede, um herauszufinden, was ihn bedrückte. Aber Harvey war wegen Jimmys Verstand besorgt, wegen dem, was er sich ausdachte. I found some trophies. Who won them? I don't know. I don't know. Who drew those violent pictures? Jimmy.
he used to draw them. Mm. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It was mine. I kept it in case I needed it as evidence. Wenn ich einen Beweis brauchte, für was? Where did the bottle of diazepam come from? It can help treat impulsive behavior in some people. Das hatten wir bei dem Mädchen. Hochmütze. Glaube ich nicht. Warte mal, was war noch mal? Wegen dem, was er sich ausdachte. Das war ein Beweis. Vielleicht hat er eine aufs Maul bekommen vom Jimmy, keine Ahnung. Was er sich ausdachte. Impulses Verhalten. Entschuldigung, impulsives. Prophen hatte er keine Ahnung. Könnt ihr mir das da vorstellen, weil diese Gewaltfantasien kann man sich ja ausdenken. Alles andere wäre... Oder er hat sich eine Geschichte hierzu vielleicht ausgedacht. Kann ich das nochmal löschen? Wedding ring belong to? Wedding ring? Ach, weil ich hier gerade drauf war. Mhm. Warte mal kurz. Kann ich den, wenn ich hier drauf bin, kann ich den hierzu How did those mirrors get broken? I didn't see them. Okay, er hat sie nicht gesehen. Dann wird es das schon sein. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Der hat das Bild gesehen und hatte keine Sorgen. Weißt du, was wir tun müssen? Wir gehen erstmal in den ersten Stock. Ein Problem ist, dass der Jimmy jetzt gerade hier ist. Es dauert immer ein bisschen, wenn man Stockwerke wechselt, bis er dir nachkommt. Hier ist er jetzt schon, weil wir müssten nämlich noch, glaube ich, den kompletten zweiten Stock erkunden. Hier war jetzt nichts drin, ne? Ja. Ich meine, momentan haben wir sowieso nicht viel. Also viel wegnehmen kann er uns nicht, bis auf halt dieses Gerät. Ich höre seine Schritte. Hallo? In 217, oder? Er ist zum Aufzug gelaufen. Kommen wir Kunden einfach mal und. Ich meine, sehen wir es positiv. Wenn er mich hat, dann sind wir wenigstens gleich da, wo wir hinwollen, im ersten Stock. Man muss Dinge immer versuchen, positiv zu sehen. Haben wir einen Schlüssel? 218? Ein Deadlock-Schlüssel? Schlüssel. Nichts. Nichts. Okay. Warte mal, wenn wir rausgehen. Wenn wir rausgehen.
Jimmy vor der Tür. Dann müssen wir nach links. Wenn wir können. Hier ist, glaube ich, ein Lagerraum, oder? Aber hier können wir nichts machen. Nee. Oh, ich habe immer so Angst, wenn ich aus diesem Lagerraum rausgehe. Den Schlüssel habe ich schon. Das glaube ich, wenn wir das verlieren würden. Etage 2. Nice. Ich gehe einfach raus. YOLO. Nein, ich wollte dahin. Hallo. Zeitungsartikel. Wäscheleine und eine Teigrolle. Oh Gott. Ich will nicht wissen, was er für Fantasien hatte. 222. Und nichts. Alles klar. YOLO! Hilfe! Wir werden gleich gebongt. Wir werden gleich gebongt. Was war denn da jetzt an der Tür? Ich muss mal gucken, wenn ich rausgehe. 223. Sehr, oh, das kann ich mir nicht merken. Ich muss immer nachgucken, welche Schlüssel ich habe. Ich merke mir das nicht. Hier, komm, was habe ich schon? Und hier ist nichts drin. Was ist denn das da an der Tür? Ach, das ist nur so ein Hinweis, ne? So, jetzt wird es ein bisschen heftiger. Muss ich auf meine Karte wieder gucken. In denen waren wir alles. Dann müssten wir am Lagerraum, wenn wir vorbei sind, links abbiegen. Ich meine, das ist eh eine Sackgasse hier. Nieb. Wenn er hier jetzt irgendwo ist, habe ich sowieso verloren. Hallo? Frage ist, wo ist der Lagerraum? Oh, ich bin schon zu weit, oder? War ich hier schon? Nee, ne? Nee. Eine Heizung? Du hast eine alte, gefährlich markierte Heizung. Wo bin ich jetzt? 219. Okay. Nach links. War das richtig? Ich höre Schritte. Ich klicke mal ein bisschen schneller, weil ich Angst habe, dass er kommt. Lagerraum. Okay, okay, also wenn irgendwo eine Tür zugesperrt ist. Wenn ich rausgehe und vor der Tür stehe, rechts. Oder? Boah, mein Hirn, das ist... Gott. Ist das der Lagerraum? Ja, wenn der hinter mir steht jetzt noch. Falsche Schlüssel. Schlüssel. Oh.
Dieser Bedüngel. Kam ich hierher? Ja, hier kam ich her. Ich muss hier runter. Ja, aber hier geht's doch gar nicht weiter. Muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich. Hier 220. Da gibt's einen Schlüssel. Nee, wir gehen erstmal wieder zurück, oder? Wir gehen zum Aufzug. Wusstest du gar nicht. Komme ich hier rein? Und toll. Wir werden gleich gebongt. Ich sehe es doch. Wir sind hier viel zu lange draußen schon. Bei 2-2-2 waren wir schon. 2-2-3. Ich muss hier irgendwo. Wo geht's denn hier hin? Hier weiter? Gehen mal runter. Kann immer. Wir müssen da jetzt halt noch mal in den Spiegel gucken, weil ich hab's vergessen. Wie der halt mit uns spielt, ne? War das so ein Tisch von einem Lagerraum? Jetzt war aber nicht mehr die 1 zu sehen, oder? Hä? Weiß jemand, woher ich kam? Da flackert das Licht. So flackert hier das Licht. Diese Jumpscares, ne? Findet ein totes Tier. Muss ausgerechnet ein Kaninchen sein. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you holding up a dead animal on a wire. What had happened? Jimmy was killing things, small birds, animals. I realized he needed to work on his empathy skills. So I asked him to think of something nice he could do for me. I was surprised. He came up with an idea right away. Die Idee war, ein Tier zu töten? Why was there a washing line tied around a rolling pin? I tied them together. It was an experiment. Es muss was damit zu tun haben. Irgendwas mit Tiere. Etwas, was er für ihn tun konnte. Tiere und was er für ihn getan hat. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Jimmy made it. It was a warning.
should have seen it coming. Ich glaub's nicht, aber ich versuch's mal. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with what you said about the scrapbook? Maybe. Maybe. Das ist aber keine richtige Antwort. Hat er nicht gesehen? What was the coil of wire used for? It belonged to Jimmy. He always kept it in his pocket. He didn't tell me what he used it for. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the coil of wire? I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Okay, er ist fast nicht mehr da. Er muss dann, glaube ich, gleich nochmal hinkommen. Ich glaube, er kommt wieder, ne? Aber was könnte damit zu tun haben? Tiere? Und was für ihn tun? Wert hatten wir aber schon. Tiere und was für ihn tun. Ein Beweis. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with the blood-stained cloth? Okay, jetzt ist er weg. Okay, wir müssen dann später nochmal kommen. Okay, also wir haben noch... Die Kochmütze könnten wir ihn noch fragen. Die Whiskyflaschen glaube ich nicht. Also das Tuch und die Kochmütze, würde ich sagen, können wir noch fragen. Impulsives Verhalten ist ja Schwachsinn. Aber wir könnten nochmal... Ist er jetzt hier? Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich wieder da ist oder wenn nicht, gehe ich erst noch hoch wieder in den zweiten Stock. Is it Dr. Bose? Okay, er ist gleich wieder da. Warte. Ach nee, machen wir zuerst das da. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you. Does that have something to do with the blood-stained cloth? Maybe. Who did the chef's hat belong to? Jimmy found it and put it on. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice, könnten noch das machen, ja. Is that connected to what you said about the chef's könnten hat? Könnten das noch machen. Der hat es geschlachtet, was. Ground. So müssen wir jetzt da drunter in den Keller. Erdgeschoss. Okay. Muss ich aber erstmal hier leben, wieder wegkommen. Die Frage ist ja, ist Jimmy jetzt schon hier?
Weil dann könnte man noch ein bisschen den zweiten Stock durchsuchen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wenn er nämlich hier wäre, dann könnten wir in den zweiten Stock gehen. Geht das mal hier hin. So. Hier kann der Jimmy nicht hinkommen. Flackert hier jetzt irgendwas? Hör was. Lass mich raus. Aber hier flackert nichts. This oh mein. Is a great idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Wer ist das denn? Ich mich jetzt erschrocken. Is it Dr. Bose? Hallo? Okay, warte. Is it Dr. Bose? I saw you outside the kitchen talking to Jimmy. What were you doing? Jimmy was making me a sandwich. He brought it up to my room as I asked. I didn't suspect anything was wrong at first. Ich dachte anfangs nicht, dass etwas damit nicht stimmt. Will ihn kurz Why mal wegen dem fragen. I don't know. Okay, das weiß er nicht. Ich mach Who das jetzt halt trotzdem, ne? Ah, er weiß trotzdem was. Where did the wooden paddle come from? I don't know, but Jimmy found it. Who did the child's purse belong to? I don't know. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? You'd better ask Jimmy. Ich möchte ihn aber nicht fragen. Okay, dazu sagt er mir nichts. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Well, they were probably from the bar. Okay. So viel hilfreich ist er nicht. So, warte mal. Macht den Sandwich, brachte es hoch, wie ich ihn gebeten hatte. Ich dachte anfangs nicht, dass etwas damit nicht stimmt. Das heißt, was könnte er getan haben? Er könnte da irgendwas rein haben. Zum Beispiel. Aber da ist halt eine Spritze dabei. Ich glaube nicht. Ich hätte es halt in Verdacht gehabt wegen Medizin. Was es für eine Medizin ist, ist jetzt erstmal. Aber Diazepam. Außerdem hätte er ja. Genau, umgedreht. Verwenden. Müssen. Warte mal. Ich versuch's mal. When you said you didn't suspect anything was wrong, does that have something to do with what you said about the diazepam? I don't know. Okay, das weiß er nicht. Das Einzige, was ich mir noch vorstelle.
When you said you didn't suspect anything was wrong, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Okay, also was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, dass dieses Tuch nicht das Blut ist von einer, ich nenne es jetzt mal Schlägerei oder wie auch immer, sondern dass irgendwas in dem Sandwich war, was er dann, wo er dann Blut gespuckt hat oder so. Das wäre das Einzige, was jetzt noch halbwegs hinmachen würde. Ansonsten wüsste ich nicht, was damit nicht gestimmt haben könnte. When you said you didn't suspect anything was wrong, ist er überhaupt noch da? Does that have something to do with the blood-stained cloth? It was my first encounter with Jimmy's sense of humor. Sense of humor. Aber waren da Scherben drin? Auf was hatten er da gerade? Was hatten der da gerade klein gemacht? Da Scherben drin? Auf was hat denn der da jetzt ja gerade geschlagen? Der hat doch da jetzt ja gerade auf irgendwas. Wir müssen jetzt durch den Spiegel gucken, ne? Und das heißt, dazu muss ich jetzt wieder irgendwo hin, wo ich durch den Spiegel gucken kann. Ich hasse das. Nein. Ich will immer hier klicken, statt hier. Willkommen im Seafew Hotel. Hallo. Ey, wenn Jimmy irgendwann mal in dem Ding steht, ne? Ich. Kann der Aufzüge fahren? Hallo. Ich muss kurz wieder in meinen Raum. Oh, das ist jetzt wirklich sogar mein Raum. Interessant. Eine Toilette. Warum müssen wir in den dritten Stock? Hört ihr das? Ach, dann hau mir eine drüber. Hallo? Ich hab mich gerade verlaufen. Ja! Jetzt habe ich mich nicht mehr verlaufen. Wach auf. So, jetzt sind wir doch hier, wo wir immer sind, oder? Lass mich kurz nochmal gucken. Achso, jetzt zeigt es uns Stock 1. Weil wir das noch nicht haben, ne? Jetzt zeigt es mir an, dass ich das ein Ding da brauche, ne? Ja. Da zeigt es mir an, dass ich das mit Geistersprechgerät braucht. Gott, wir sind im dritten Stock? Wieso das?
Hallo? Hallo? Ich kenne mich hier doch nicht aus. He made it up. I'm telling you, he's been lying about everything. Probably lying about the other stuff as well. Don't be ridiculous. He wouldn't lie about something like that. You sure about that? He lies about everything. Open your bloody eyes, Rose. Oh, that's right, walk off. I'm not listening, Harley. You've just got it in for him. It's the truth. Harvey und Rose? Okay, merkt ihr mal 307? Das merke ich mir natürlich. Aber sowas von merke ich mir das nicht. Ich will eigentlich nur raus. Kannst du mich nochmal niederschlagen und mich dahin schicken, wo ich schon immer war? So, ich versuch's jetzt halt mal. Verdammt, jetzt habe ich mich zu. Jetzt hat er mich, ne? Weil ich mich einmal zu oft gedreht habe. Der steht rechts. Links. Ich bin gespannt, ob er mich jetzt halt schlägt. Nee, aber der stand da. Okay, also wenn er da steht, könnte man runterkommen. Okay. Ja, ich brauche mein Zeug. Deswegen muss ich hier hin. Da weiß jemand, wo das war. Warte mal. Hier, ne? Ja. Und Gott sei Dank nimmt er mir nur den weg. So. Müssen wir wirklich wieder in die in 3? Ging das Wasser da vorhin schon? Ich komme leider nicht weiter rein. Hilfe? Na toll, zerstehe ich mitten in dem Eingang. Oh Gott. Oh Gott. Is it Dr. Bose? Nein, ich. Ach ja, vom. Ja, doch, das passt schon. Yes. Da, da stand gerade irgendwas an, deswegen dachte ich jetzt, wen fragst du mir jetzt? Okay, pass auf. I saw you spitting out blood. What happened? Jimmy had put broken glass in my sandwich. Broken glass. Okay, das ist, glaube ich, leicht. Zuerst hätte ich jetzt gedacht, dieses blutbefleckte Tuch. Da wir das aber schon hatten, und ich glaube, das ist das da, weil da steht ja was mit impulsives Verhalten, bla bla bla. Und er hat jetzt gesagt, er muss das verstärken. Das müsste jetzt ja relativ klar sein, wenn ich mich nicht komplett vertue. When you said you needed to step up Jimmy's treatment urgently, does that have something to do with what you said about the diazepam? Immediately. He was dangerous.
Okay, wir müssen jetzt in den zweiten Stock. Hallo? Ach, weißt du was? Ich würde sagen, hier kann er ja nicht her. In welchem Stock war ich jetzt? Der Stock 1, ne? Habe ich Stock 2 offen? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall warte ich erstmal hier. So. Obwohl, spawnt er dann hier? Ich gehe doch nochmal runter. Weil ich würde jetzt halt einen Cut machen für diese Folge. Und würde in der nächsten Folge weitermachen. Dann gehe ich in Stock 2. Und ich muss ja diese, als wenn wir vom, warte mal, wir waren im Aufzug. Und dann waren wir ja links. Das heißt, rechts muss ich noch rumlaufen. Da haben wir ja viele Zimmer noch gar nicht durchsucht. Das würde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Und dann mal gucken, wo es mit seiner Story weitergeht. Vielleicht stolpern wir da ja irgendwo drüber, wenn wieder irgendwelche Lichter flackern oder so. Oder irgendwelche Geräusche sind. Wir müssen ja in den zweiten Stock. Auf jeden Fall geht die Story von Dr. Bose noch weiter. Und wir haben einen Harvey und eine Rose gesehen vorhin oben, als wir wieder wach wurden. Eventuell sind es zwei weitere Geister. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehen wir das in der nächsten Folge. Die Folge wurde schon wieder viel zu lange. Aber hey, ich bin da voll drin gerade. Das macht echt gerade voll Spaß. Meine Stimme verlässt mich aber gerade ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Es war ein bisschen spannend für euch vielleicht. Wir wurden wieder... Wie oft wurden wir diese Folge gebongt? Nur einmal, oder? Weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao.